Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 155 Symbiose. Von einem kleinen Ausflug kam Blaise mit seiner Tochter zurück ins Mungus. Der Wachmann ließ ihn ohne weitere Kontrolle hinein. Gleich auf dem Gang traf er auf Schwester Marie. Schwester? Sagte er, um auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem sie sich zu ihm umgedreht hatte, bat er höflich. Wäre es wohl möglich, Miss Parkinson zu besuchen? Marie nickte, machte dabei jedoch ein bekümmertes Gesicht. Sicher, folgen Sie mir bitte. Kaum hatte Marie die Tür zu Pansys Einzelzimmer geöffnet, stürmte auch schon Bernice hinein und hüpfte aufs Bett der leblos wirkenden Frau, der sie begeistert erzählte, wo sie heute gewesen waren. Wir waren in einem großen weißen Haus, Mama. Da waren lauter kleine Männer. Weil Marie sehr verdutzt reinschaute, erklärte Blaise. Vier waren bei Gringotts. Oh, schön. Konnte man ihnen weiterhelfen? Wollte Marie wissen. Man wollte mir zunächst nicht einmal Auskunft geben, geschweige denn ein paar Galeonen. Die Verliese meiner Mutter und mir sind nach unserem Verschwinden eingefroren worden. Ich benötige vom Ministerium die Bestätigung, dass ich am Leben bin, damit ich über mein Hab und Gut verfügen kann. Erzählte Blaise nüchtern. Marie blickte ihn entgeistert an, bevor sie schmunzeln musste. Ich finde, dass sie sehr lebendig aussehen. In diesem Moment fiel ihr ihre unglückliche Ausdrucksweise auf, sodass sie entschuldigend versicherte. Oh, tut mir leid. Das meinte ich nicht so. Blaise wirkte gelassen, bevor er weitererzählte. Na, am Ende habe ich den Kobolden Brief und Siegel gegeben, dass ich mir eine Bestätigung vom Ministerium holen werde und gleich darauf alle Verliese der Familie Sabini auflösen würde. Und? Zum Fenster gehend, sagte Blaise. Wir sind nicht gerade arm, wissen Sie? Ich habe vom Direktor der Bank 10.000 Galeonen erhalten. Die Unterlagen vom Ministerium kann ich nachreichen. Ich glaube, er hat mindestens 11-mal sehr deutlich verlauten lassen, dass dies auf reiner Kulanzbasis geschehen würde. Wir haben Angst, Sie als Kunden zu verlieren, stellte Marie richtig fest. Was werden Sie tun, Mr. Zabini? Zu Pansy hinüberblickend betrachtete er seine Tochter, die sich neben ihre Mutter gelegt hatte und ihr die Ereignisse des Tages leise ins Ohr flüsterte, sich derweil einen Arm von Pansy um die eigene kleine Schulter gelegt hatte, um eine Umarmung nachzuahmen. Ich werde noch mit Professor Junot sprechen, inwiefern man etwas herausgefunden hat. Morgen werde ich zum Ministerium gehen, um die Erbschaft meiner Mutter einzufordern. Ich kann nur hoffen, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Ich habe ansonsten keine Bleibe. Blaise betrachtete weiterhin seine Tochter, bevor er Marie bat. Würden Sie uns bitte ein wenig allein lassen? Selbstverständlich, Mr. Zabini. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen? Er nickte, sodass sie das Zimmer verließ. Als sich Blaise dem Bett näherte, da hörte er Bernice leise erzählen. Und Zottelbär hab ich auch gesehen. Ich bin glatt durch ihn hindurchgelaufen. Als die Kleine ihren Vater erblickte, da setzte sie sich im Bett auf, achtete aber darauf, dass der Arm ihrer Mutter danach in eine angenehm wirkende Position gebracht wurde. Auf dem Bett Platz nehmend, nahm Blaise die graue, kalte Hand in seine und erzählte Pansy. Du hast vielleicht eben einiges mitgehört. Ich habe ein paar Galeonen besorgt und werde morgen versuchen, so schnell wie möglich mein Haus zu bekommen, damit wir dort gemeinsam leben können. Er schluckte kräftig, um den Kummer zu verdrängen, denn er wusste nur zu gut, dass er sie nicht mitnehmen dürfte, sollte sie nicht geheilt werden. Professor Junot hat heute einen Termin mit mir gemacht. Ich werde mir anhören, was sie über den Trank herausgefunden hat, der dir so zu schaffen macht. Mach dir keine Sorgen, Pansy.
Wenn die hier nicht vorankommen, dann habe ich genug Mittel, um die besten Tränkemeister anzuheuern. Die werden schon etwas finden. Seine Lippen begannen zu zittern und er war froh, dass Pansy es durch die geschlossenen Augen nicht sehen konnte. Bernice blickte ihn doch trübselig an. Seine Worte hatten sie traurig gemacht, weswegen sie die andere Hand ihrer Mutter nahm und sie mit beiden kleinen Händen umfasste und streichelte, ganz so, wie ihr Vater es tat. Nachdem Blaise sich wieder beruhigt hatte, sagte er zu Pansy: Ich weiß nicht, ob ich mich erkundigen soll, ob man Gregory gefunden hat. Ich möchte nicht, dass man uns deswegen noch etwas anhängt. Er seufzte. Die Hochzeit von Draco und Susan war sehr schön. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Es waren eine Menge Leute aus der Schule da. Selbst Harry und Hermine. Kannst du dir das vorstellen? Harry auf Dracos Hochzeit? Aber nicht nur das. Draco hat verkündet, dass Harry Patenonkel für ihr Kind werden würde. Ungläubig schüttelte er den Kopf, bevor er seine Gedanken nach einem kurzen Moment flüsternd wiedergab. Wir haben einiges verpasst, Pansy. Er haderte mit sich und entschloss sich dazu, Pansy nicht zu erzählen, dass auch ihre Mutter schon vor Jahren als vermisst gemeldet worden war und ihr Vater sich hier im Mungus auf der Janus Signy Station befand, wo er sich nach einer lange zurückliegenden Auseinandersetzung mit Todessern nur schlecht erholte. Bernice beobachtete ihren Vater, der sich nach vorn beugte, um Pansy einen Augenblick lang, Wange an Wange, etwas ins Ohr zu flüstern. Mit einem breiten Lächeln beugte sich das Mädchen nach vorn, um ihrer Mutter einen Kuss auf die kalten Lippen zu geben, bevor sie sagte: Ich liebe dich auch, Mama. Während sich Blaise nach einer Tasse Kaffee auf den Weg zu Professor Juno machte, griff Hermine zu ihrer Hälfte Papier, welches sie ordentlich in einer knickfesten Mappe und danach in ihre Tasche verstaute, bevor sie sich vom vierten Stock auf den Weg in die Kerker machte. Auf den sich bewegenden Treppen im zweiten Stock bemerkte sie Harry, der gerade die Stufen herunterkam. Guten Morgen, Harry. Was machst du denn um die Uhrzeit hier? Du wohnst doch im Erdgeschoss, sagte sie, und ihr war nicht entgangen, dass er einen äußerst zufriedenen und glücklichen Gesichtsausdruck innehatte, während er sich ihr näherte. Sich vor sie stellend, legte er eine Hand auf seine Brust und verkündete stolz: Ich war heute Morgen Trauzeuge, Hermine. Sie riss ihre Augen weit auf, fragte dann aber: Wer? Doch bevor er antworten konnte, tat sie es selbst, wenn auch unsicher. Albus und Minerva? Er nickte und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Weiter oben hörte man ein Gemurmel, welches langsam lauter wurde, sodass Hermine und Harry ihre Köpfe drehten, um zu sehen, um wen es sich handelte. Albus, Minerva, Arthur und Severus kamen hinunter, während sie sich miteinander unterhielten. Severus hielt sich eher aus dem Gespräch hinaus und stellte das Schlusslicht der kleinen Gruppe dar. Sie brauchte gar nicht zu fragen, da erklärte Harry schon: Ich war Minervas Trauzeuge und Severus der von Albus. Die haben uns beide völlig überrascht, haben uns einfach abgeholt, ins Büro geführt und uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Er grinste und fügte hinzu: Nicht, dass ich was dagegen gehabt hätte. Die vier hatten Harry und Hermine bereits gesehen. Albus, Minerva und Arthur grüßten jedoch erst, als sie den Treppenabsatz erreicht hatten, an dem die beiden warteten. Wegen der Vertrautheit zu Arthur, der für lange Zeit Hermines zukünftiger Schwiegervater dargestellt hatte, grüßten die beiden sich mit einer kurzen Umarmung und einem Kuss auf die Wange, bevor er sagte: Du siehst gut aus, Hermine. Severus hatte sich hinter Albus und Minerva gehalten und stand nun auf der zweiten oder dritten Stufe, weswegen er die Personen auf dem Treppenabsatz gut überblicken konnte. Ist das wahr? Fragte Hermine strahlend ihre ehemalige Hauslehrerin, die ihr daraufhin den Ring an ihrem Finger zeigte und lächelnd zunickte. Minerva anblickend deutete Hermine eine umarmende Geste an
und fragte: Darf ich? Minervas Arme öffneten sich, um sich an ihrem großen Tag herzen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! Danke, Hermine, sagte Minerva, bevor sie die Umarmung löste. Während Arthur ein Gespräch mit Harry begonnen hatte, wandte sich Hermine an Albus, der sich nicht bitten lassen musste, denn der hob willkommen seine Arme, um sich von ihr drücken zu lassen. Albus war so groß gewachsen, dass ihre Wange einen Moment lang an der unteren Hälfte seines Brustbeins auf dem weichen Bart ruhte, während sie ihn kurz an sich drückte. Ich möchte Ihnen auch ganz herzlich gratulieren, Albus. Und ich wünsche Ihnen beiden eine schöne Zeit zusammen, sagte Hermine und schaute dabei nochmals zu Minerva hinüber, der die Worte ebenfalls galten. Als sie wieder zu Albus blickte, bemerkte sie Severus hinter ihm und ihre Augen trafen sich für einen kurzen Moment, bevor Severus zu Arthur und Harry hinüberschaute. Aus lauter Verlegenheit wandte sich Hermine erneut an Minerva und fragte: Werden Sie Albus Nachnamen annehmen? Nein, ich bleibe weiterhin eine McGonagall, antwortete die Hauslehrerin von Gryffindor ehrlich und auch ein wenig stolz, während Albus zustimmend seine Hand an ihren Rücken legte. Nickend offenbarte Hermine: Ich würde meinen Namen auch behalten wollen. Es musste für jeden erkennbar sein, dass sie dieses Thema früher schon einmal mit Ron besprochen haben musste. Die kleine Gruppe setzte sich wieder in Bewegung, um die große Halle aufzusuchen, und es schien, als hätte man Arthur eingeladen, in Hogwarts zu frühstücken. Hermine wartete einen Moment, um Severus zu begrüßen, doch der ging einfach mit hinter dem Rücken verschränkten Armen an ihr vorbei, ohne ihr auch nur einen Blick zu schenken. Severus? Wie ein Cowboy es beim Kälberfangen mit seinem Lasso verbringen konnte, so hatte Hermine ihn mit ihrer Stimme, auch wenn diese sehr leise gewesen war, davon abgehalten, die Flucht zu ergreifen. Denn er blieb auf der Stelle stehen und drehte sich um. Unsicher klingend grüßte sie: Guten Morgen. Mehr nicht. Vor den anderen Anwesenden sprach sie ihn nicht wegen der Frage an, die er erst in den frühen Morgenstunden auf das magische Papier geschrieben haben musste, denn Hermine war erst gegen 4:30 eingeschlafen. Zu dieser Zeit stand noch nichts auf dem Bogen. Er räusperte sich. Entschuldigen Sie mein ungehöriges Benehmen. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Morgen. Sie lächelte milde und kam die paar Stufen zu ihm hinunter, sodass sie den Weg in geringem Abstand zu den anderen gemeinsam fortsetzen konnten. Ich habe gehört, Sie waren heute Morgen auch Trauzeuge, sagte sie. Es kam ein wenig überraschend, ja, bestätigte er. Mir gefällt, dass Minerva ihren Nachnamen behält, sagte Hermine nebenher. Da stimme ich Ihnen zu, alleine schon wegen des Papierkrams. Sie runzelte die Stirn. Ist das der einzige Grund, weswegen Sie dem zustimmen? Wollte sie wissen. Er blickte sie nicht an, während er erklärte: Ich wünschte, meine Mutter hätte ihren Namen behalten. Ja, Prinz hat was, aber Snape hört sich auch nicht schlecht an, versuchte sie ihn aufzuheitern. Mein Nachname hört sich schnippisch an. Sie lachte kurz auf. Na, dann passt er. Auf der Stelle verstummte sie wegen seines drohenden Blickes, der ihr sagte, sie solle es nicht wagen, ihn zu verärgern. War doch nur Spaß, versicherte sie kleinlaut. Man konnte bereits die Türen zur großen Halle sehen, als Severus ihr mitteilte: Wenn Sie heute Zeit hätten, Mr. Wobble und Mrs. Sanguine kommen heute Mittag kurz vorbei. Ich könnte Sie vorher ein wenig in die Materie einweisen, wenn Sie Interesse an dem Bluttrank haben. Innerlich machte sie Luftsprünge, denn bisher hatte er sie so gut wie gar nicht in sein Projekt eingeweiht. Ja, sehr gerne. Wann soll ich bei Ihnen sein? Er schürzte die Lippen, als würde er überlegen, aber die Antwort kam viel zu schnell, denn er schlug vor: Gleich nach dem Frühstück. Ja, gut. Nach dem Frühstück lief Harry Hermine hinterher, die mit Severus gerade die große Halle wieder verließ. Hermine? Sie blieb stehen. Ich wollte dir nur Bescheid geben,
dass ich mit Albus wegen Forks gesprochen habe. Er meinte, dass er mir die Feuerschale bringen lässt. Es wäre möglich, dass Forks sich nicht wohlfühlte und sich bald erneuern möchte. Das würde ich gerne sehen, Harry. Das wäre das erste Mal für mich, bei der Wiedergeburt von einem Phönix dabei zu sein. Es ging das letzte Mal recht schnell, sagte Harry, der sich an den Zwischenfall in Albus Büro erinnerte. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür ausreichend ist, dir Bescheid zu geben, wenn es soweit sein sollte. Versuch es einfach. Ich werde so schnell kommen, wie es nur geht, legte sie ihm nahe. Okay, mach ich. Kaum waren Hermine und Severus im Labor angekommen, da drückte ihr auch schon eine Mappe in die Hand und forderte: Lesen Sie. Eigentlich wollte Hermine auf seine Magiefarbe zu sprechen kommen, die sich bei ihm aufgehellt hatte, als er am Tage des Ferienbeginns zwischen Remus und Harry am Frühstückstisch gesessen hatte. Sie wusste jedoch, denn sein Verhalten konnte sie seit langer Zeit schon richtig gut deuten, dass jetzt nicht der richtige Moment gekommen war, mit ihm darüber zu reden. Und so las sie seine Notizen. Nach einer halben Stunde, sagte sie erstaunt. Das hätte ich nicht gedacht. Wissen Sie, Severus, bei alledem, was Sie bisher alles gemacht haben, da könnte man glatt meinen, die Vampirinfektion wäre mit einem Fluch belegt. Er zog lediglich eine Augenbraue in die Höhe, bevor sie hinzufügte. Flüche kann man brechen. Sie wären nicht die Erste, begann er, während er seine Augen auf ein Pergament richtete. Die mit diesem Gedanken spielt. Den klügsten Köpfen war es bisher nicht möglich gewesen, in dieser Hinsicht Resultate zu erzielen. Ich befürchte, dass weder Sie noch ich dazu in der Lage wären. Nachdem er aufgeschaut hatte, fügte er hinzu. Der Fluch, der auf einem Werwolf liegt, ist bis heute genauso rätselhaft wie der Fluch, der mit dem Biss eines Vampirs übertragen wird. Wir sollten unsere Zeit nicht damit vergeuden, uns mit den Flüchen zu befassen, sondern das Leben der Betroffenen für sie selbst und alle anderen angenehmer zu gestalten. Hermine nickte, bevor sie erneut die Unterlagen überflog und dann fragte. Sie schreiben hier, dass Sie mit Blut gearbeitet haben. Wessen Blut? Was glauben Sie wohl? Ihr eigenes? Er nickte bejahend. Die Zutaten sind interessant. Worauf möchten Sie mit dem Trank am Ende hinaus, Severus? Fragte sie neugierig. Ihnen wird aufgefallen sein, dass die meisten der verwendeten Zutaten von magischen Pflanzen stammen, die das Wort Blut in ihrem Namen tragen, was natürlich kein Zufall ist. Mein Ziel ist es, einen Trank herzustellen, der nur eine minimale Menge, im günstigsten Fall, nicht mehr einen einzigen Tropfen Menschenblut enthält, dem Organismus jedoch das Gegenteil vorgaukelt. Severus nahm eine Ampulle in die Hand und näherte sich ihr, um sie ihr zu zeigen. Der Inhalt war nicht rötlich, sondern durchsichtig, fast farblos. Das hier wird Mr. Sanguine den nächsten Monat lang testen. Hermine nahm die Ampulle entgegen und hörte genau zu, als Severus erklärte. In diesem Trank befindet sich nur noch die zellfreie Flüssigkeit meines Blutes als Zutat. Blutplasma, sagte Hermine ganz richtig. Damit werde ich herausfinden, ob der Organismus des Vampirs eher auf die Zellen anspricht oder auf die im Blutplasma enthaltenen Fremdproteine, die der Vampir nicht mehr selbst herstellt. Darüber hinaus muss ich die Wirkungsdauer des Tranks in Erfahrung bringen. Hermine überlegte kurz und fragte dann. Wenn hier aber keine Zellen mehr vorhanden sind und Mr. Sanguini gerade diese benötigen sollte, wird er einen Rückschlag erleiden. Anders ist es nicht möglich zu prüfen, was sein Körper braucht, um sich gesättigt zu fühlen. Vervollständigte er. Werden Sie ihm das sagen? Natürlich werde ich. Ich arbeite mit ihm zusammen und mir liegt nicht daran, ihn oder seine Umgebung einer unnötigen Gefahr auszusetzen. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.